Und damit herzlich willkommen zur ersten von drei Mods rund um das Thema Mario. Heute möchte ich euch die Mario Mod itself vorstellen. Eine wirklich sehr, 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 sehr großartige, geniale Mod, die unter anderem, wie man schon im Hintergrund sehen kann, ganz Mario-spezifische Blöcke, Items, Mobs und hinzufügen wird. Die werden wir heute ganz genau unter die Lupe nehmen. Und ich habe hier einen kleinen Parcours aufgebaut, der geht hier dann noch weiter nach der Röhre und die deckt, ja, dieser kleine Parcours wird sämtliche Blöcke abdecken, die diese Mod zu bieten hat. Hinterher, wenn wir dann wieder hier ankommen werden, werden wir die Mods nochmal begutachten, unter anderem hier die kleinen Goombas oder auch den Bowser, Todd, Yoshi, die werden wir alle nochmal genauestens unter die Lupe nehmen. Des Weiteren gibt es sehr, sehr viele Items, auf die wir nochmal zum Schluss eingehen werden, unter anderem One-Up, den Mushroom, Bob-Omb, den Stern natürlich, den Powerblock, Feuerblume und. Doch bevor wir diesen schönen Parcours hier abfrühstücken werden, werde ich erstmal euch hier zwei geniale Items zeigen, die hinzugefügt werden mit dieser Mod. Unter anderem der Hammer in der Eisenversion, in diesem Fall hier, den kann man natürlich auch mit Diamant bauen. Der ist dafür da, um diese neuen Blöcke, die diese Mod hinzufügt, einfacher zu zerstören. Außerdem gibt es ein neues Material, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ivory, kann das sein? Ja, Ivory. Dieses Material kann man mit Hilfe von Goomba-Fangs, also diesen Zähnen hier, herstellen und dadurch kann man nochmal ganz neue Werkzeuge basteln, unter anderem hier diese Pickaxe. Ja, so lange Rede gar keinen Sinn, ich möchte endlich diesen geilen Parcours aufbauen. Man hört auch schon diesen Sound, diesen Spring-Sound, das kommt alles mit dieser Mod. Ihr werdet in dieser Mod wahrscheinlich noch sehr, sehr viele weitere bekannte Sounds hören. Doch bevor wir diesen Parcours hier starten können, werden wir uns natürlich ausrüsten müssen. Es gibt mit dieser Mod zwei verschiedene neue Rüstungen. Einmal die Shell, eine Shell-Rüstung, die eigentlich eine ganz normale Rüstung ist, halt mit Shells, also mit Panzern. Diese Panzer kann man natürlich auch als ganz normales Item einsetzen, dazu werden wir aber gleich kommen. Wir hingegen nehmen die Mario-Rüstung oder die Mario-Anzug, weil dieser auch spezielle Fähigkeiten hat, die uns auf jeden Fall diesen Parcours erleichtern werden. Doch bevor wir diesen uns anziehen und ausprobieren, ganz kurz, wie man den baut. Die Mario-Kappe, dafür braucht man einfach nur rote Wolle. Für das Mario-Cape braucht man ein paar Federn. Für die Hose braucht man Lapislazuli-Blöcke. Für die Schuhe braucht man Obsidian. So, die Mütze ist dafür da, um diese Blöcke zu zerstören, wenn man unter den drunter springt. Also das geht in dem Fall, wenn wir die Kappe aufhaben, nicht. Das sieht man vielleicht hier. Sobald wir diese uns aufziehen, ist auf jeden Fall dies möglich. Das Cape ist dafür da, um über diese Map hier zu fliegen. Das werden wir gleich ausprobieren. Sobald wir diese Hose anhaben, die Mario-Hose, können wir erstens höher springen, kriegen kein Fall-Damage und wir können schneller rennen. Mit den Schuhen ist es uns möglich, diese Goombas zu zerstören, indem wir auf die drauf springen oder Koopas und. Das ist halt nur mit den Schuhen möglich. Das heißt, die werden wir jetzt mal alle anziehen und dann mal ausprobieren. Als erstes mal die Hose, man kann auf jeden Fall ein bisschen schneller rennen und auf jeden Fall um einiges höher springen. Man bekommt keinen Fallschaden. Hopp. Zack, und damit sind wir schon auf den Goomba gehüpft, wenn ich das richtig gesehen habe. Zack, ziemlich süß gemacht. Dazu werden wir aber gleich nochmal eingehen und natürlich die Sounds hat man natürlich auch gehört. Hier jetzt die in Demonstration, werden wir jetzt mal gerade die Kappe ausprobieren, indem wir einfach gegenspringen und zack, man hört es auch schon. Und wir haben sogar eine Coin bekommen, ist das nicht cool? Das ist ein bisschen random generiert. Zu den Coins kommen wir, wie gesagt, nachher. Dann noch das Cape. Dazu gehe ich mal ganz schnell aus dem Game-Mode raus. Einen Moment. Game-Mode 0. Wenn ich jetzt renne und Leertaste gedrückt lasse, oder zweimal Leertaste, sowas, dann können wir viel schneller springen und fliegen und. Auf jeden Fall kommen wir damit ziemlich weit, aber das natürlich wird es dann nach und nach abgenutzt. Das sieht man hier auch schon mal. Da verfolgt uns ein Goomba. Gehst du wohl weg! Zack! So, jetzt schnell in den Game Mode 1. Und die Hose ziehen wir aber aus, da uns diese, uns dann doch stören wird, wenn wir den Parcours hier nehmen, weil wir möchten nicht so hoch springen können. So, fangen wir doch mal an mit dem Parcours und als erstes sehen wir, abgesehen hier von diesem wunderschönen
Crown-Type, sage ich mal, Blöcken, die wir gleich noch, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Schauen wir uns erstmal dieses hammergeniale den hammergenialen Fragezeichen-Block an. Wenn ich dagegen springe, kommt da irgendein Item raus, in dem Fall ein Pilz, aber das habe ich vorher definiert, das geht ganz einfach. Man braucht einfach nur so einen Empty-Fragezeichen-Block. Den kriegt man, indem man um so einen Brick-Block Gold baut. Ich kann das jetzt leider nicht zeigen, da die Mod Not Enough Items nicht ganz kompatibel mit dieser Mario-Mod ist. Deswegen kann ich euch das jetzt kurz nur beschreiben. Und dementsprechend können wir dann aber eine Feuerblume dort reinpacken. Einfach den leeren Fragezeichen-Block drangesetzt und die Feuerblume mit Rechtsklick eingesetzt. Dann kann man einfach gegenspringen und sie kommt raus. Eine ziemlich geniale Sache. Man kann damit ziemlich viele oder ziemlich coole Adventure-Maps eigentlich bauen. Eine echt tolle Sache. Diese Fireflower ist ziemlich stark. Man sieht sie auch schon hier, dieses Feuer. Aber auf das werden wir alles, wie gesagt, später eingehen. So wie diesen Pilz, der im Übrigen uns ein wenig Herzen bringt. So, jetzt aber weg mit dem Krempel. Wie gesagt, dazu später. So, die Blöcke, die dieses Ground-Thema, sage ich mal, hervorrufen oder verdeutlichen, kann man ziemlich einfach bauen. Dazu braucht man eigentlich erstmal diese Brick-Blocks, die man einfach durch Stone-Bricks eigentlich zusammenbasteln kann. Wenn man 4 Stone-Bricks praktisch in seinen Crafting-Table packt, dann bekommt man 16 Brick-Blocks. Um den Crown-Block herzustellen, also das ist der hier auf dem Boden ist, benötigt man ziemlich viele Steine. Und den Decoration-Block stellt man mit Wood-Blanks her, also mit irgendeinem Wood-Blank. So, und ihr seht auch schon, das war unsere erste Hürde unseres kleinen Parcours. Es geht direkt weiter mit den Underground und dieser wunderschönen Röhre. Doch erstmal zu dieser Röhre. Ich zeige euch nachher, wie man die baut, wenn wir diese hier betreten haben. Erstmal, wie verwendet man die? Eigentlich braucht man 2 Exemplare davon. Einmal Rechtsklick drücken, dann kann man den Kanal auswählen. Und sobald man 2 mit demselben Kanal hat, kann man praktisch hin und her sich teleportieren. Das geht aber, glaube ich, aufgrund der Not Enough Items, also der Mod, wo ich euch dann zeigen kann, wie diese gebaut wird, blockiert das, glaube ich, irgendwie. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Also es funktioniert so nicht. Solltet ihr die downloaden, müsste es eigentlich funktionieren. Auf jeden Fall, wenn ihr, wie gesagt, 2 von diesen Röhren habt und die auf dem gleichen Channel laufen habt, dann könnt ihr Folgendes machen. Ich werde das mit einem Cut machen. Einfach nur Shift drücken und schon sind wir hier in einem neuen Gebiet. Und zwar hier im bekanntem Underground. Doch bevor wir hier auf diese Blöcke eingehen, werden wir erst uns nochmal ganz kurz die Röhre angucken, wie man diese baut. Man braucht praktisch theoretisch nur einen Teil, aber mit 2 sieht es schöner aus. Einfach so eine Pipe Base mit Eisen kann man den herstellen oder den Eingang mit einer Enderperle und ein wenig Eisen. Das sieht dann so aus, dass man eigentlich nur diese 2 platzieren muss. Zack, und einfach das Ding oben drauf und schon hat man das tolle Gerät. Und hier verschwindet gerade die Wand. Sehr schön. Das war nicht so geplant, das tut mir leid. Wie gesagt, es gibt ja einige neue Underground-Blöcke. Ganze 3 sind es an der Zahl. Und hier auch diese Underground-Bricks. Oder so nennen die sich, glaube ich. Wir haben ja die Mario-Kappe, also können wir die ganz einfach zerstören. Und wir bekommen wieder einige Coins. Zack. Wunderschön, wunderschön. Und hier diesen tollen, ja, ebenfalls auch wieder dabei. Hier ist dieser Decoration-Block. Wie baut man diese Underground-Brick-Block? Baut man, indem man diesen normalen Brick-Block in den Ofen schmeißt. Den Underground-Decoration-Block. Dazu muss man den normalen Decoration-Block in den Ofen schmeißen. Den Underground-Ground-Block. Da muss man den ganz normalen Ground-Block verbrennen. So, jetzt haben wir es aber. Ja, als nächstes, was ist das denn hier oben? Oh, geht das hier schon zum Castle-Thema? Dort finden wir weitere Blöcke. Doch vorerst, hier haben wir ein schönes Trampolin. Anders kommen wir da momentan auch nicht hoch. Da springe ich einfach mal drauf. Und ihr seht auch schon, hey, wir können da ziemlich genial drauf rumspringen. Sobald, wenn ich nicht im Game-Mode wäre, würden wir aber Fallschaden bekommen. Also sollte man aufpassen, nicht zu hoch springen, vor allem nicht zu viel springen. Und schon landen wir, hoppala, schon landen wir hier oben in dem Schlossthema. Richtig coole Sache eigentlich. Auch wieder 2 verschiedene Blöcke, die hinzugefügt werden. Unter anderem ist das der Castle Brick Block. Dazu muss man wiederum den Underground Brick Block in den Ofen schmeißen. Und den Castle Wall Block, das ist der hier, schon hier an der Wand platziert. Den kann man bauen, wenn man 4 von den Castle Brick Block zusammenstellt. So. Zack, 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 wieder hier alles kaputt machen, ein bisschen randalieren hier, muss natürlich auch mal sein, ne? So und so und so und so und so und bla 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 und blub. So, ja,
Des Weiteren habe ich hier nicht den Trampolinblock, um euch den mal zu zeigen, wie man den baut. Auf jeden Fall braucht man da ein bisschen Eisen und ein Wolle, egal welche Farbe, und schon bekommt man das Ding. Und ja, wie geht's denn hier jetzt weiter? Oh, da oben sind Wolken. Cool. Habe ich die Helligkeit ganz oben? Nicht, dass ihr jetzt hier gar nichts mehr seht, ja. Wie kommen wir da jetzt bloß hin? Ich glaube, hier ist ja ein Fragezeichenblock. Das sieht sehr schwer Nintendo-verdächtig aus. Das, also schwer wie beim normalen Nintendo-Spiel. Da ist bestimmt eine Ranke drin. Aber ich will mal gucken. Ich springe einfach mal gegen und... Oh, cool. Da ist auch schon die Ranke. Genial. Da kommen wir jetzt ganz einfach dran hoch. Aber jetzt erst möchten wir mal gucken, wie dieses funktioniert. Wie gesagt, einfach den Empty-Block nehmen und diese Ranke nehmen und mit einem Rechtsklick in diese Box platzieren. Ganz einfach zu bauen. Eigentlich ziemlich kreativ mit Seeds und Sugar Canes. Richtig cool gemacht. Und sobald ihr das habt, könnt ihr da ganz einfach hochklettern. Muss man es nicht ganz einfach, aber... So, jetzt. Und schon können wir hochklettern. Und zack, schon sind wir über den Wolken. Ja, ein weiterer neuer genialer Block. Habe ich den hier auch? Ja, genau, hier ist der Cloud-Block. Mit 4 Federn kann man diesen bauen. Eine echt tolle Sache. Was ist hier? Wieso habe ich hier... Hier führt eine Treppe ins Nix. Eine, ist ja auch egal. Und ich würde sagen, es geht direkt weiter und wir tauchen jetzt mal in das Underwater-Thema sozusagen ein, wo auch wieder geniale Blöcke hinzugefügt werden. Ich hoffe, wir überleben den Sprung. Hoppala! Platsch! Sehr schön. Und ihr seht ja auch schon Algen und den ganzen und den typischen Mario Underwater Block. Wir gehen hier jetzt direkt mal hoch. Hoppala, und springen hier hoch. Und hier befindet sich auch schon dieser Underwater Crown Block. So, es regnet mal wieder. Irgendwie habe ich heute Pech mit dem Regen. Ja, der wird wie folgt gebaut. Hoppala. So. Dazu brauchen wir einen Wassereimer und diesen ganz normalen Crown Block und dann bekommt dieser diese grüne Farbe. Die Algen hingegen, einfach mit 2 Sugarcanes und schon bekommt man diese Algen. Und ihr seht auch schon, wir sind ja auch schon im nächsten Thema, im Schneethema, was eigentlich auch ziemlich schön aussieht. Dieses baut man einfach wahrscheinlich mit Schnee, genau, mit einem Schneeball und einem Crown Block und schon bekommt ihr diesen Snow Crown Block, der euch ein wenig langsamer macht, wenn man drüber geht. Hier sind auch noch Bricks. Ja, das war der Parcours. Wir müssen jetzt nur noch dieses Ziel hier erreichen. Die schöne Zielflagge, die natürlich nicht fehlen darf. Einfach gegenspringen und... Hui! Ich finde den Sound so genial. Das war ein paar Oktaven zu hoch. Nochmal. Hui! Was, wenn ich jetzt nochmal schnell drauf springe? Fängt er dann nochmal an? Nee, okay. Auf jeden Fall eine tolle Sache, fehlt nur noch das Feuerwerk. Ganz einfach zu bauen mit 3 Eisenbarren und schon, ja, das war's eigentlich auch schon. Ja, das ist der Parcours, der hoffentlich jetzt alle Blöcke abgedeckt hat. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Es hat ziemlich lange gedauert, um ehrlich zu sein, um diesen hier in diese Welt zu platzieren. Ihr kennt ja diese Welt hier. Ja, ich hoffe, ihr wisst meine Arbeit zu schätzen hier. Mann. Ja, ich bin mittlerweile auf Peaceful geswitcht. Das habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen. Doch jetzt zum spannenden Teil. Ja, zu den Mobs. Und zwar werden wir jetzt einfach mal alle hier nehmen und dann mal ausprobieren, was diese so alle drauf haben. Blub. Und wir gehen natürlich in den Easy-Modus. Aber vorerst erstmal Tag, damit uns hier nicht irgendwelche anderen Gegner nerven. So, Option, Easy, fertig. So. Ha, sehr schön. Gut, als erstes hätten wir den, ja, wir fangen einfach mal random an, den Bullet Bill oder das Bullet Bill oder wie auch immer, ziemlich cool. Wenn ihr jetzt nicht im Game Mode seid, dann verfolgt er euch auch. Wow! Oh, und explodiert, wenn hier jetzt kein Stein gewesen wäre, wäre hier auch ein riesen Loch drin, ne? Des Weiteren, ich brauche Essen. Einen Moment. Obwohl, was heißt denn hier Essen? Wir haben doch hier schon schöne Pilze hier. So. Ja, das hätten wir jetzt, den Bullet behalten wir jetzt. Dann fangen wir mal an mit eher den einfachen. Bowser kommt zum Schluss. Bob-Omb, muss man aufpassen, die sind auch schwer explosiv, wenn man sich denen nähert. Oh, er zischt schon. Bumm, und kaputt. Ein Glück, dass wir hier Stein haben, sonst würde der bestimmt noch mehr Schaden machen. Der Hammerbruder, das ist ja der Hammer. Wirft Hammer natürlich. Dazu nehme ich jetzt nochmal das nächste Hilfsmittel, und zwar eine Feuerblume. So, okay. Wir sind gewaffnet. Bewaffnet und
zack, da brennt es auch schon. Die Feuerblume wird ziemlich schnell abgenutzt, wie es aussieht. Ja, als nächstes den Goomba. Den werden wir natürlich klassisch mit einem Jump auf ihn zerstören. Aua! Aua! Wir kriegen Damage. Ach, ja, können wir nicht so hoch springen, oder was? Ich glaube, wir brauchen die Hose. Die wir nicht mehr haben. Okay, dann hole ich mir gerade mal die Hose. Damit wir es ein bisschen einfacher haben. So. Zack. Und mampfen uns gerade mal so einen Mushroom rein. So. Und los geht's. Ja, viel besser. So, und jetzt mal gucken, ob wir uns diesen schweren Gegner... Aua! Diesen schweren Gegner meistern können. Sag mal. Ah, jetzt geht's. Ist gar nicht mal so einfach, den zu treffen. Ja, hat jetzt nichts getroppt, aber normalerweise würde ja diese Zähne oder was droppen. So, als nächstes hätten wir... am liebsten würde ich erstmal mit den... mit anderen Sachen anfangen. Cooper, ganz genau, Cooper. Stirb, Artgenosse! Ups. Ist gar nicht mehr so... Ja, und schon ist er besiegt. Normalerweise würde er eine Shell droppen, aber wir haben heute ein wenig Pech und da bin ich eben gerade gegens Mikro gekommen. Das tut mir leid. Cheep Cheep. Normalerweise im Wasser machen eigentlich, glaube ich, gar nichts. Nö. Einfach draufspringen und blub. Na, kann man nur draufspringen. Zack, und weg ist er. Sehr schön. Als nächstes hätten wir Boo, der nur im Dunkeln spawnt. Werden wir nachher nochmal ausprobieren. Lakitu. Oh, oh, oh. Der auch diese... Spinies halt, den glaube ich, ne? Spinies nochmal, ja, praktisch runterwirft. Oh, der verfolgt uns, der verfolgt uns, der verfolgt uns. Aua, 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 das tut doch weh. Ja, auf jeden Fall ziemlich gefährlich eigentlich, auch wenn der irgendwo spawnt. Muss man wahrscheinlich mit so einem Pfeil und Bogen runterholen. Oder einfach im Game Mode. Oder ganz kurz mal gerade auf Peaceful stellen. Ist, glaube ich, jetzt einfacher. So. Und auf easy, damit wir die nächsten bekämpfen können. So. Was hatten wir jetzt noch? Den Bu, dem, nicht, dass wir ihn vergessen hier. Unseren kleinen Kollegen hier. Nein, ich schieb Bu, genau. So, den werden wir nachher nochmal ausprobieren. Bowser auch zum Schluss. So, Beetle. Ist nicht gerade einfach zu zerstören, da muss man Shift drücken. Und da bekommen wir auch schon zwei Shells. Mit dem, die können wir gleich verwenden, um die nächsten zu besiegen. Und zwar wird das, wir haben gar keinen mehr übrig. Gut, dann spawnen wir jetzt mal den Bowser, ne? Bevor wir unsere Freunde hier spawnen lassen. Bowser. Der, ich glaube, oh, da schießt er auch schon Feuer. Oh, 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 oh. Eine ziemlich schwere Nuss zu knacken, die wir da haben. Oh nein. Oh nein. Schnell, Mushroom. Wir brennen. Hilfe, Mayday. Wir haben ja aber noch ein paar Shells, die wir direkt abfeuern. Da rutscht sie weg. Oh, der ist immun dagegen. Das haben wir uns selber getroffen, ich Trottel. So, na komm. Ja, wir haben ihn getroffen. Oh, nur einmal. Schade. Egal, macht nichts. Da fliegt sie zurück. Man muss aufpassen, weil die prallt ab. So. Feuerblume vielleicht? Oh ja, da brennt er, da brennt er. Aber wir haben ja noch den Stern. Wir haben ja noch den Stern. So, den man übrigens so aufbaut. Und wir haben noch die Bob-Omb, den man so aufbaut. Damit werden wir ihn schon platt bekommen. So wie diesen Pow-Button. So, erstmal die Bob-Omb. Wo ist er hin? Er ist despawned. Oder er ist gestorben. Und wir bekommen zwei Sterne. Wie geil ist das denn bitte? Cool. Schnell ein Mushroom reingesteckt. Und jetzt werfen wir gerade noch die Bob-Omb. Eine tolle Sache eigentlich. Kurz warten. Und plopp. Den Stern. Mit der bekannten Melodie und dem Pow-Button, um ein paar Mobs zu zerstören. Ich mach's gerade mal dunkel. Oh. So. Da ist auch schon dieser garstige Gast, Gast sag ich schon, Buhu, Buh. Einfach den Pow-Button eingesetzt und zack, schon ist er weg. So, ja, ansonsten haben wir hier noch Yoshi und Toad, ein wirklich sehr, sehr geniales Team sozusagen. Und da kommen wir auch direkt zu den gesammelten Münzen. Sobald ihr welche gesammelt habt, könnt ihr diese nämlich etwas vergrößern. Eine Coin bekommt ihr auch im Übrigen, wenn ihr Gold in den Ofen tut. Um eine rote Coin zu bekommen,
Braucht ihr ein paar gelbe Coins, um eine blaue zu bekommen, braucht ihr ein paar rote Coins. Und diese Coins kann man auch mit dem Toad tauschen, abgesehen davon, dass man auf dem Kopf von ihm raufspringen kann. Hui. Ziemlich cool. Kann man denen auch Coins geben und dann bekommt man... Oh, ein Pilz! Ich danke dir, du Pilz! So. Und dann haben wir hier noch Yoshi. Rechtsklick drauf. Können wir auch ziemlich schnell rumlaufen. Und... Huch. Ich meine, der könnte auch irgendwas essen. Ich glaube, mit Steuerung oder sowas kann man dem auf jeden Fall noch ihm zum Essen animieren. Ups. Ich glaube, ich habe es gerade sogar gemacht. Und wir haben schon ein bisschen Schutz vor den... Oh, haben wir nicht. Egal. Auf jeden Fall eine coole Sache. Kann auch ziemlich hoch springen. Ganze Mario-Stile. Auch schön mit dem Sound. Kann sogar zweimal springen, wenn man Leertaste gedrückt lässt. Coole Sache. Wirklich abgefahren. Ja, das war's eigentlich auch schon von dieser Mod. Es war wirklich eine ziemlich aufwendige, geniale Mod. Ich glaube, ich habe leider ein paar Sachen, also von den Rezepten vergessen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm gewesen. Ich habe versucht, alles Mögliche abzudecken. Ansonsten in der nächsten Episode versuchen wir diese Wand hier hochzuklimmen. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode oder in der nächsten Mod-Vorstellung, die zum Schluss nochmal im Outro verlinkt ist. Ich hoffe, euch hat diese Mod hier gefallen. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich finde diese Mod einfach großartig. Und ja, bis dahin, euer Le Copa. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Tschüss!